Hi Leute, hier ist euer Coach Pasito von letztem Mal. Ich hoffe, ihr kennt mich noch. Ich hoffe, ihr habt Muskelkater. Heute heißt es, Tag 4 sind wir angekommen. Was heißt es? Full Body Workout aus unserer Serie Stay Strong at Home. Naja, ihr wollt fit bleiben, ihr wollt stark bleiben, damit wir uns im Studio wieder begegnen mit voller Power. Was heißt es heute? Wir werden den ganzen Körper trainieren. Ich werde mitkämpfen mit euch zusammen. Wir werden bis zur letzten Sekunde nicht aufgeben. Ich will, dass ihr wirklich alles gibt. So Leute, ich werde euch das Programm nochmal unter das Video reinsetzen, damit ihr wirklich seht, was wir heute machen. Und dann würde ich sagen, lasst jetzt anfangen, Mann. Viel Spaß. So Leute, wir fangen jetzt an, würde ich mal sagen. Und was heißt es jetzt wieder? Was brauchen wir überhaupt? Wir brauchen einmal den Wasserkasten. Am besten zwei. Einmal habe ich einen Wasserkasten mit vollen Flaschen, einmal mit leeren Flaschen. Was heißt das? Wenn ich nicht mehr kann, dann mache ich trotzdem weiter und nehme den leeren Wasser. Okay? Also ihr arbeitet immer mit eurem Trainingspensum, was ihr schaffen könnt. Dann brauchen wir den Rucksack. Den habe ich schon mit Gewichten gefüllt, also mit zum Beispiel Büchern oder Wasserflaschen. Das ist kein Problem. Das könnt ihr auch wieder anpassen an euch. Ja? So. Und am besten stellt ihr euch noch einen Tisch zur Seite. Den brauchen wir auch. Und dann würde ich sagen, bevor wir anfangen, wir machen erstmal uns wieder warm. Ich habe jetzt eine geile Übung für euch mitgebracht, und zwar den Turkish Get-Up. Da arbeiten wir 3 Sätze, A3 Wiederholungen pro Seite. Ja? Was brauche ich dafür? Den Wasserkasten. Entweder mit Gewichten, also mit Füllung oder ohne. Ihr könnt euch das wieder anpassen, was ihr könnt, schaffen könnt. So, dann legt euch hier auf den Rücken. Wir fangen an. Let's go, Leute. Ja? Also, legt euch auf den Rücken hin, nehmt den Wasserkasten hier in der Mitte auf, streckt den Arm über die Schulter. Die Hand ist über der Schulter. Ganz wichtig, streckt den Arm schon aus. Stützt euch ab mit der anderen Hand. Einmal das Bein beugen, richtet euch auf, streckt die Hüfte aus, guckt ganz weit nach oben, Handgelenk ist gerade, Leute. Ganz wichtig. Anderes Bein nach hinten, geht in den Ausfallschritt. Und dann praktisch stützt euch mit dem Bein ab und geht nach oben. Und dann jetzt geht er praktisch den gleichen Weg wieder runter. Anderes Bein nach hinten, Ausfallschritt. Mit dem Arm abstützen. Anderes Bein nach vorne. Hüfte bleibt gestreckt. Jetzt beugen. Vorsichtig runtergehen. Guck ganz weit nach oben. Und das war eine Wiederholung, Leute. Und weiter geht's. Jetzt ein bisschen schneller. Kontrolliert arbeiten, Hüfte strecken, Ausfallschritt, hochkommen, das waren 2, wieder runterkommen, Atmung, ganz wichtig, festbleiben, empor, runtergehen, das waren 2, jetzt kommt Nummer 3, da haben wir die rechte Seite geschafft, Leute, komm, schön hoch, guck nach oben, Ausfallschritt, festbleiben, im Bauch, im Chor, Bein nach vorne, Hüfte bleibt gestreckt, runter. Okay, super. Jetzt die andere Seite, Leute. Die müssen wir auch noch machen. Aufnehmen. Strecken. Hüfte strecken. Bein nach hinten, gucken nach oben ganz weit. Hochkommen. Jetzt wieder runter. Strecken. Arm bleibt eng am Kopf. Und wieder runter. Jetzt wieder hoch. Strecken. Hüfte aufrichten. Bein nach hinten. Sehr schön. Einmal. Mal runter schön. Zack. Hüfte strecken. Runter. Ein letztes Mal gleich nochmal. Komm. Dritte. Gleich geschafft. Dann habt ihr kurz Pause. Komm. Bleibt schön im Fluss, nicht so viel bremsen. Ablegen. Und sehr gut. Das war ein Satz, Leute. Ihr könnt jetzt hier noch einen zweiten machen, aber es reicht jetzt perfekt zum Aufwärmen. Ja? Also 3 Wiederholungen pro Seite. Ihr könnt das Gewicht variieren. So, kurz mal was trinken. Jetzt bin ich schon warm. Dann geht es weiter mit dem Romanian Deadlift. Und zwar brauchen wir hier auch wieder den Kasten. Ihr nehmt den mit dem geraden Rücken auf,
macht 10 Wiederholungen pro Seite. Ja? Am besten ohne Teppich, auf dem festen Untergrund. Dann geht ihr mit der Waage gestreckt nach unten, soweit ihr könnt, kurz, dann wieder hoch. Das war eine Wiederholung. 10 pro Seite. Los geht's, Leute. Rücken gerade halten, Schulter nach hinten ziehen, Brust raus. Versucht das Becken schön gerade zum Boden zu richten. 4 haben wir schon. Weiter geht's, komm. Dann merkt ihr schön die hintere Oberschenkelmuskulatur. Der Unterrücken arbeitet mit. 6, sehr schön. Weiter geht's. Sehr gut. Komm. Noch 2 Stück. Festbleiben im Bauch. Einmal noch, komm. Sehr gut. Jetzt die andere Seite. Kurz durchatmen, gleich weiter. Schön langsam, vorsichtig. Sehr schön. 2 haben wir schon. Komm, die letzten 3, super. Weiter geht's. 4. 5. Noch 5 Stück, Leute. Komm, recht geschafft. 6. Und los. 7. 8. Sehr gut. 9. Und einmal noch. Ich merke schon den unteren Rücken hier. 10. Super. Wir hatten gerade den Rücken wieder ablegen. Kurz Pause. So, noch 2 Sätze. Ihr merkt schon den unteren Rücken. Sehr, sehr gute Übung. Hintere Oberschenkelmuskulatur. Bauch muss fest bleiben. Ich muss die Schulter nach hinten ziehen. So, Leute. Immer nur 30 Sekunden Pause, weil wir beanspruchen hier immer links und rechts. Jetzt wieder anfangen, Leute. Let's go. 10 immer pro Seite. 1. Nochmal Rücken nach schön gerade halten. Schulter nach hinten ziehen. Jawohl. 3. Gucken wir es an. Guckt es an, Leute. Komm. 4. Super. 5. Yes. Komm. Weiter geht's. 6. Stark. 7. Noch 3 Stück, Leute. Komm. 8. Sehr schön. Und einmal noch. Und okay, kurz lockern. Der Unterrücken brennt schon so. Muss es sein, Leute. Und nochmal 10. Komm. Andere Seite. 1. Sehr gut. Guck dir es an. 2. Da geht's. 2. Immer aktiv die Schulter nach hinten ziehen. Komm. 3. Bleib fest hier. 4. Festhalten das Ding. 5. Hälfte haben wir. Komm. Bauch fest nochmal. 6. 3 Stück. Komm. 8. 9. Einmal noch, komm. Und 10. Wieder gerade ablegen, kurz lockern. Kurz mal den Rücken ausstrecken. Sehr schön. Einen Satz noch, Leute, komm. Das schaffen wir. Da haben wir den auch. So, wieder mit der anderen Seite anfangen und los geht's. Becken schön gerade zum Boden, nicht so schräg. Jawohl. 2, super. Das brennt, Leute. Weiter geht's, komm. 3, super. Aktive Schulter nochmal, Brust raus. 4. Gleich vorbei. 5. 6, noch 4 Stück. Komm. Es wird weniger. 7. So gut ihr könnt, bleibt fest. 8. 9. Und einmal noch und dann gleich wechseln. So, andere Seite, Leute, komm. Let's go. Lass uns fertig werden jetzt hier. 1. 2. Komm. Noch 8 Stück. 3. 3. Denk an die Atmung. 5. Beim Hochkommen ausatmen, jetzt wieder ein. Komm, noch 4 konzentrieren. 7. 8, noch 2 Stück. Komm. Und der letzte. Yes. Geschafft, Leute. Wieder mit dem geraden Rücken abstellen. Sehr gut.
So, das war jetzt richtig schön unterrückenlastig. Kurz auch mal den Rücken mal ausstrecken, was trinken. Und dann gehen wir zur nächsten Übung für die Beine. Für die harten Jungs und Mädels. Je mehr Gewicht natürlich, desto besser. Das hängt von eurem Fitnesslevel ab. Ich werde wieder die Kiste mit den vollen Flaschen nehmen. Der Bulgarian Split Squat. Und zwar braucht er einmal die Couch. Geht in einen Ausfallschritt. Und dann geht er hier mit gerade runter. Kniegelenk über Sprunggelenk. Ganz wichtig. Aber wer noch mehr möchte, nehmt sich den Rucksack. Weil wir wollen ja die Kräfte behalten, die wir so lange trainiert haben. Leute. So, Rucksack, jetzt 10 pro Seite. Aufnehmen mit, je mehr Gewicht, desto besser. Wenn ihr es schafft, festhalten. Ein Bein nach hinten und los geht's. 10 pro Seite, let's go. Ja, easy, Leute, komm. Auf jeden Fall braucht man da Gewicht. So, komm. 4 haben wir schon. Für starke Beine, Leute, komm, weiter geht's. 6. 7, sehr gut. 8, noch 2 und dann wechseln wir. 9, komm. 10, super. Weiter geht's. Andere Seite, nachhalte 1 Minute Rest, Pause. Also no pain, no gain, let's go. Gleich weiter, komm. 1. Yes, 2. Schön festhalten, Bauch fest. 3. 4. 5. Beißen. 6. Komm, komm, hoch, 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 hoch. 7. 8. Haben wir noch 2, komm. Und der letzte, beiß dich durch. Yes, geschafft, Leute. Kurzpause. Beine mal ein bisschen lockern. Ja, Mann, Leute, das muss es sein. Ihr habt stark trainiert im Studio und wir wollen die Kräfte behalten. Deswegen braucht ihr Gewicht. Ganz easy mit Rucksack und Kasten. Ja, ihr macht das schon. So, kurze Pause. Die Beine verbrauchen am meisten Kraft. Also eine Minute reicht aus. So, seid ihr bereit? Let's go. Komm, das machen wir für uns. Wir kämpfen zusammen. Ich habe gesagt, wir kämpfen zusammen. Los geht's, Leute. Rauf damit. Let's go. Jetzt guck mal hier, komm mal. Weiter geht's jetzt. 3. Super. 4. Komm. Die haut da weg. Zum Frühstück. Noch 4 Stück. Wir wollen uns das Essen heute Abend verdienen. Komm, noch 2. Einmal noch. Komm. Kurz locker, andere Seite noch. Stark. Wenn ihr nicht mehr könnt, dann macht ihr die ohne Gewicht. Kein Problem, aber Hauptsache weiter. Komm, festhalten. Armes Bein rauf. Let's go. 1. Yes, komm, komm. 2. Easy. Stark, Leute, weiter. Komm. 5. 6. Yes, komm, komm, komm. 7. Ah, noch 2 Stück, komm. Der letzte. Yes. Geschafft, Mann. Kurzpause. Einen Satz haben wir noch. Kurz rausstrecken, lockern. Komm, Leute. Letzte Mal die Beine nochmal schön. Und dann haben wir die auch geschafft. Immer eine Minute Pause. Durchatmen. Kurz lockern. Sehr schön. So, letzter Satz, Leute. Komm. Nochmal alles mitnehmen. Hoch damit. Gleich geschafft. Letzter Satz. Und dann wisst ihr, was ihr gemacht habt. Ihr sollt morgen an mich denken. So, let's go. Und runter mit euch. Sehr schön. Guck mal, das geht schon mal weg. Es wird weniger. 3. Super. 4. 5. 6. 7. Komm, komm, komm. 8, 9, 10, kurz locker, andere Seite noch, komm Leute, nur kurze Pause, gleich weiter, komm, beißen, ich trainiere mit euch mit, ja, ich mache das für euch und für mich, komm, los geht's, stark, komm, 3 haben wir schon, 4, beißen. 5 haben wir noch. Komm.
6, 7, 8, noch 2 Stück. Der letzte, komm. Yes. Ah, das ist Kraft, das ist Energie. Stark. So, Beine geschafft. Ich setze ab hier bitte. Und dann geht's weiter für Rücken. Ich schiebe euch mal den Tisch her. Ihr braucht jetzt einen Tisch. Kurze Pause natürlich. Guck mal hier, ich bin gleich wieder da. Jetzt hole ich den Tisch hier her. So Leute, ihr braucht einen Tisch für zu Hause. Habt ihr bestimmt einen Esstisch. Auf jeden Fall, wo ihr euch festhalten könnt. So, macht den hier schön fest, falls ihr so einen Tisch habt, wo man Rollen dran hat. Schön festmachen. Aber ich glaube, die meisten haben ihren festen Tisch. So, jetzt machen wir Rudern für den Latissimus. Hintere Schulter, Bizeps, alles dabei. Ich habe euch gesagt, Full Body Workout. So, wir gehen hier runter. Mit einem Bein runter, vorsichtig. Abstützen. Ja. So, schön festhalten. Jetzt ziehen wir praktisch uns ran. Die Ellenbogen sind eng am Körper dran. Let's go. 1, 2, 3. Ja, komm, komm. 4, 5, 6. Komm, noch 10 haben wir insgesamt. 7, noch 3 Stück. 8, 9. Einmal noch schön hoch, komm. 10. Kurz Pause. Sehr gut, Leute. Komm, kurz die Arme auslockern zwischendurch. Weiter geht's hier. Wir machen das Ding fertig, sage ich euch. Der Tisch, den machen wir fertig. Das ist nix. Kurze Pause, maximal eine Minute. Länger gebe ich euch nicht. So, los geht's. Zweiter Satz. Festmachen. Bauch fest. Fester Griff. Und dann geht's gleich los. Let's go. 1, 2, 3, 4. Schön sauber arbeiten. 5, 6, 7, 8, 9. Einmal noch schön rum. Hoch, hoch, hoch. Zieh. Yes. Ihr merkt schön die Unterarme. Die Griffkraft wird auch besser. Das werdet euch unterstützen in Klimmzügen. Ich sag's euch, Leute. So, nochmal die letzte Pause hier vor dem Satz. Immer 3 Sätze reicht. Komm, Leute. Letzte Mal. Auf geht's. 3, 2, 1. Anfassen. Los geht's hier. Let's go. 1. 2. 3. 4. 5. Kurz lockern. Gleich 5 hinterher, Leute. Komm. Let's go. 6, 7, 8, 9, komm, einmal noch, gleich hoch damit, und 10, yes, die Unterarme sind dicht, Leute, kurz lockern, Leute, jetzt kommt der letzte Teil, wir haben es nicht geschafft, nochmal für die Körperstabi, der Wall-Sit, nicht der Wall-Sit, sondern der L-Sit, Leute, ich bin durch, sorry. Also, wir haben den Tisch. Wir arbeiten jetzt 20 Sekunden, 10 Sekunden, immer Pause. Ihr könnt auch 20 Sekunden Pause machen. Solange ihr gut könnt. Haltet euch fest hier. Schön festmachen. Kurz noch die Pause genießen. Durchatmen. Denkt dran, festmachen hier. Und dann geht's los, Leute. Okay, das geht. L-Sit halten. 20 Sekunden. Letzte Übung. Beißen. Komm. Komm, gleich geschafft. 3, 2, 1. Pause. Ey, das sind brutale Übungen. Guck mal an den Tisch. Das macht einen fertig. Pause genießen. Ich mache mit euch mit. Ich kämpfe mit. Macht euch bereit. Pause genießen. Puh. Alter. Wer hätte das gedacht? Okay. 5, 4, 3, 2. Let's go.
Schön halten, kämpfen, komm. Haltet euch fest hier. Halten, halten. Gleich geschafft. 5, 4, 3, 2, 1. Alter. Einen Satz noch, Leute. Nochmal schön mitmachen. Komm, wir haben es gleich geschafft. Letzter Satz, letzte Übung. Danach kommt nichts mehr. Nur noch Stretching. Komm. Kurze Atem durchatmen. 4, 3, 2, 1 und los. Letzter Mal, komm. Beißen, Leute. Komm. 10 noch. Ah. Kämpfen. 4, 3, 2, 1. Yes, Leute. Geschafft. Jetzt kommen wir noch zum Dehnung. Und dann haben wir das, Leute. Komm. Kurz durchatmen. Und dann geht's weiter. Wir gehen schon mal langsam runter. Jetzt sehen wir erstmal schön die Vorderschenkel. Vordere Oberschenkel dehnen wir jetzt. Also, schön auf dem Teppich ablegen. Arm nach hinten. Und die Schulter nach hinten ziehen. Haltet das schön aus. Genießt die Ruhe. Leute, wir haben es geschafft. Ey, wer denkt sowas? Wer denkt sowas, dass es so hart ist? Guck mal, so ein blöder Tisch. Mach mich fertig. Ich schmeiß den aus dem Fenster. Ich sag's euch. Komm, schön halten noch die Vorderoberschenkel von den Bulgarian Squats. Gleich geschafft. Langsam lösen. Und dann noch den Rücken lang machen, Leute. Arme schön ausstrecken. Arme ausstrecken, komm. Schön halten. Richtig schön ausstrecken. Becken auf den Boden. Zu den Füßen. Schön halten. Noch ein paar Sekunden. Richtig ausstrecken. Komm, Leute, das ist richtig. Macht das bitte auch. Ich brauche heute nicht mehr trainieren, Leute. Das war's. Wir haben uns das Essen verdient. So, langsam hochkommen. Wirbel für Wirbel. Was war aber bloß los, Leute? Sorry, Leute, ich bin fertig. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Mal wieder. Ich sag's euch, ich lasse nicht locker. Ich will, dass ihr fit zurückkommt. Und stark, noch stärker sogar. Wir sehen uns im nächsten Video. Denkt dran, wenn ihr noch mehr Workouts sehen wollt, auf fitix.de/workouts. In diesem Sinne, euer Coach Posito. Bleibt stark.